Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Soldier of Fortune. Und schaut mal, es ist hell geworden. Ja, ich habe es endlich mal hingekriegt hier mit der Einstellung von der Helligkeit. Und zwar hat's, ja, habe ich jetzt nochmal wieder in einer Config-Datei rumbasteln müssen oder rumschreiben, dass der die Helligkeitseinstellung von der Grafikkarte nimmt. Vorher konnte ich es halt nur am Bildschirm heller machen oder im Spiel, das hat aber dann Dextry nicht aufgenommen. Jetzt sieht das doch schon mal wieder besser aus und wir haben auch diesmal jetzt diesen... Ja, man sieht jetzt auch wesentlich mehr. Vorher war irgendwie alles dunkel und grau, jetzt kann ich hier endlich mal Gegner erkennen. Vielleicht läuft er jetzt doch etwas besser hier mit dem Angriff. Da sehen wir schon den nächsten. Oh, der hat uns auch gesehen. Und auch wieder eine ganze Menge abgezogen. Der ist immer noch fit. Da sind noch eine ganze Menge fit. Oh, und da haben sich etwa gegenseitig in die Luft gesprengt, wie es scheint. Na komm, geht drauf. Nehmen wir mal Deckung hinter dem Baum hier. War das eine Rauchbombe oder was haben die da geschmissen? Raucht zumindest ganz ordentlich. So, den Sniper ausschalten. Ist ausgeschaltet, sehr gut. Ja, jetzt haben wir zwar unsere Rüstung komplett verloren, aber... Ja. Und jetzt auch wieder eine ganze Menge Lebensenergie. Ja, ich glaube, das wird nichts mehr. Ich gehe mal in Deckung. Ja, das Dumme ist, hier ist auch kein Health Pack mehr oder so. Wir sind jetzt doch schon relativ stark angeschlagen. Der aber auch. Gut, den erledigen wir. Den schießen. Ich darf einfach nicht stehen bleiben. Das ist die. Muss echt mal versuchen, ein bisschen in Bewegung zu bleiben, aber jetzt auch nicht zu weit vorpreschen. Weil das sonst auch wieder tödlich enden wird. Da war doch gerade einer, oder? Da ist doch gerade was gefallen, explodiert. Okay, scheinbar nicht. Wir müssen aber in das Haus, oder ich will mal ganz gerne in das Haus rein. Ich speichere hier nicht ab. Okay. Das hat dann nicht so funktioniert. So, ja. Neuer Versuch. Der ist weg. Nummer 2 kommt an. Und noch einer. Ja, die treffen uns hier schon ordentlich. So optimal ist das hier alles nicht. Ich glaube, wir haben auch fürs Scharfschützengewehr haben wir kaum noch Munition. Vielleicht macht die AK irgendwie mehr Sinn oder Schaden. Die ist auf jeden Fall, hat eine höhere Feuerrate. Vielleicht bringt das ja was. So. Bleiben wir mal in Bewegung. Einen haben wir. Noch einer. Das mit dem Baum und Deckung ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Ach Mist. Oh, das war eine Blendgranate. Was war das jetzt hier? Ich muss sagen, so im Endeffekt gefällt mir aber die M4 besser. Die streut jetzt nicht ganz so stark. Hab ich zumindest das Gefühl. Wie treffen die mich denn von da hinten? Kann ich die vielleicht mal ranlocken? Das haben wir... Ich glaube, fürs Scharfschützengewehr... Ja gut, da haben wir noch 3 Schuss. Ah, da kommen sie. Das war jetzt nicht so gut. Gut, die werden erledigt, aber... Ja, auch wieder... einiges an Munition gekostet und vor allen Dingen an Leben.
Munition kriegen wir hier ja wieder. So, Scharfschütze. Dich würde ich ganz gern mal so ausschalten. Okay. Ich speichere jetzt hier einfach mal ab. So. Wir haben nur noch eine Speichermöglichkeit. Ich glaube, das wird jetzt relativ hart werden. Ja, ja. Dann kommt mal her. Oder schmeißt mal eure Bomben oder Granaten. Genau. Boah, die machen aber, das sind ja jetzt, was haben die denn da? Sind das C4-Sprengköpfe oder was haben die da? Die machen ja richtig riesige Explosionen. Okay. Gut, erledigen wir den noch. Jetzt sieht es zumindest ein bisschen besser aus als vorhin. Der wäre weg, da kommt auch hier gleich noch einer. Und hier um die Ecke ist noch einer, genau. Da müsste noch einer rauskommen. Ja. Alles klar, hier war aber, wenn ich mich nicht alles täusche, jawohl, Lebensenergie, sehr schön. Und hier ist auch noch Zeug drin. Okay, mal wieder auf die M4 durchladen. Ja, speichern ist ja nicht. Ach ja, da war ja hier noch irgendwo ein Sniper auf dem Dach oder auf diesem Vorsprung. Den sehe ich aber irgendwie von hier nicht richtig. Jetzt habe ich ihn kurz gesehen. Er mich auch, Mist. Ah. Doch ein bisschen was abgezogen an Lebensenergie. Alles klar, weiter geht's. Na. Gehe ich gerade mal hier hoch. Die haben ja wenigstens noch Munition. So, und ich glaube, hier bin ich auch das letzte Mal dann gestorben. Ich lade mal gerade durch und sondiere etwas die Gegend. Da oben ist doch jemand, genau. Den könnte ich ja eigentlich, wenn der nochmal kommt, hier mit dem Sniper ausschalten. Yep. Das wäre erledigt. Ach Mist, das war nix. Der ist erledigt. Okay. Ein Schuss ging daneben. Aber dafür stehen wir jetzt wesentlich besser da als das letzte Mal. Hier haben wir einen Tempeleingang. Ich hoffe mal, dahinter geht's weiter. Nächsten Gegner wieder unterwegs. Da kommen schon Granaten geflogen. Den erledigen wir mal. Gehen mal hier in Deckung. Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Da unten? Haben die sich gerade gegenseitig gesprengt? Nein. Den erledigen wir. Ich glaube, der hat sich gesprengt. Wir haben ein bisschen Granaten. Ein Erste-Hilfe-Set. Das war dringend nötig. Hier geht's weiter. Okay. Den erledigen wir noch fix. Ja. So, Jungs, wo seid ihr? Baller da unten mit Granaten um sich. Ach Mist, genau in die Schrotflinte reingelaufen. Wie viel sind das hier unten noch? Also langsam.
Und scheinbar ist auch der Gewaltpatch wieder, das heißt der Gewaltpatch, die Gewalteinstellung raus, das scheint wieder alles zurückgesetzt worden zu sein. Ist jetzt auch das erste Mal, dass ich halt mit nach der Computer-Neumach-Aktion aufnehme. Muss ich gleich dann in den oder vor der nächsten Folge nochmal nachschauen. Hier hinten steht noch einer. Da nehme ich mal wieder das Sniper raus. Das sind zwei. Okay. Jetzt sind sie weg. Ah. Da. Gut. Na, genau, jetzt nachladen. Das war etwas unpraktisch. Da ist Nummer 2. So viel Lebensenergie haben wir auch nicht mehr. Boah, ich speichere hier nochmal ab. Ist mir jetzt etwas zu heikel. Damit haben wir jetzt allerdings auch keine Speichermöglichkeiten, sind am Ausgang. Super, hat ja wunderbar funktioniert. Okay, schwer angeschlagen. Das Wetter hat sich wohl plötzlich verändert. Das wollte ich eigentlich nicht. Da haben wir wieder ein paar. Gucken, ob wir die noch kriegen. Ja, allerdings sie uns auch, und zwar schwer. Munition aufsammeln, da rennt noch wieder einer rum. Und anschleichen ist ja hier in dem... geht ja glaube ich auch nicht, oder? Ich glaub, da haben wir eher Nachteile, weil wir nichts sehen. Oh, oh, Hubschrauber und tot. Boah, das ist mit dem Schwierigkeitsgrad ist doch heftiger, als ich erwartet hätte. So, da kam hier jetzt direkt einer, der ist weg. Wo ist denn sein Kollege? Da. Und natürlich genau reingelaufen. Und sag mal, wieso stirbt der denn? Ich habe doch gar nur drauf gehalten. Ist die so unpräzise, die Waffe? Ich nehme mal kurz die Pistole, mal gucken, ob das besser geht. Nein, geht es nicht. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt andauernd drauf gehe. Meine Güte. Kommt der jetzt hier? Hier müsste doch noch irgendwo einer sein. Hinter der Mauer. Okay, ich bleibe einfach mal in Bewegung. Oh, Granaten. Gegner ohne Ende und wir sind tot. Boah, nee. Ich mach mal hier einen Folgenstopp. Und dann schauen wir in der nächsten Folge mal weiter, wie wir hier durchkommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.